Jambo Rafiki, heute machen wir ein Rolex. Rolex ist ein Streetfood aus Uganda, ostafrikanisch. Ein sehr berühmtes Streetfood, man findet das an jeder Ecke. Ostafrikanisch, und wenn du wissen willst, wie man das macht, einfach dranbleiben. Und unsere Zutaten sind, als erstes ist natürlich ein Chapati. Ich habe meine Chapati gestern zum Mittagessen gemacht. Ein paar sind übrig geblieben und jetzt werde ich davon eine nehmen und mein Rolex machen. Und am besten ist, wenn diese Chapati noch frisch ist. Aber dadurch, dass es ein Streetfood aus Uganda ist, die Chapatis werden vor Ort gemacht. Das heißt, sie werden auf jeden Fall warm oder heiß. Ich habe hier ein Ei. Man benutzt normalerweise zwei Eier, aber ich esse heute nur ein Ei. Ich habe hier noch meine Gemüse, eine kleine Zwiebel, ein bisschen Frühlingszwiebel und ganz normale Zwiebel. Ich habe nur ein bisschen genommen, weil ich nur ein Ei habe. Meine gefrorene Koriander, falls du nicht weißt, wie ich meine Koriander einfriere. Ich werde das Video unten in der Infobox verlinken, dann kannst du zugucken. Und natürlich Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Als erstes werde ich meine Gemüse in kleine Würfel schneiden und meine Koriander ein bisschen nehmen und mit meinem Ei mischen, dann können wir unser Ei braten. Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Man kann auch Weißkohl benutzen, wenn man Weißkohl hat. Aber ich habe keinen Weißkohl dabei. Alles gut vermischen. Perfekt. Und zum Braten benutze ich ganz normale Öl. So, unsere Pfanne ist auch heiß. Jetzt kann ich ein bisschen Öl und unser Omelett braten. Seite auch kochen, und ich habe gerade mein Erd ausgemacht, weil die restliche Hitze reicht auch, um unser Ei zu Ende zu braten. Wir sind jetzt fertig. Jetzt kann ich mein Chapati ein bisschen warm machen. Unser Rolex aus, ich habe meinen Chapati darunter, unser Ei, und jetzt werde ich alles zusammen rollen. Unser Rolex fertig. Wir sind fertig. Jetzt heißt es nur durchschneiden und genießen. Guten Appetit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es noch zu heiß ist oder warm. Sacke nicht kalt. Und ja, guten Appetit. Gesund, sehr lecker zum Frühstück oder auch als Hauptgericht.